Herzlich willkommen bei den Müllmachern in Untergrumbach, direkt neben Hersbruck im Nürnberger Land, wo ich das Glück habe, Sie alle zusammen begrüßen zu dürfen, denn die offizielle Variante der Begrüßung macht dann der Veranstalter Robert Elf. Im Jahr 1999 hat Susanne Pflaumer, die Gott sei Dank auch hier ist heute, die Idee von Anselm Stieber umgesetzt und mit dem Kollegium Musicum in unserer erst 2 Jahre alten Halle das erste Konzert veranstaltet, auf das dann jährlich neue folgten, aber auch Lesungen oder eben Jubiläumsfeiern wie heute. Von 2001 bis 2006 legten wir unsere Untergrumbacher Werkstatttage dann immer auf dieses Eröffnungskonzert des Gitarrenfestivals, bis es dann so viele Besucher wurden, dass sie bei uns einfach nicht mehr reinpassen. Die Grenze haben wir heute noch nicht, aber wir sind schon so langsam da dran. Lustigerweise gibt es Menschen, für die die Bestuhlung in unserer Schreinerei ganz normal ist, weil sie einfach nur bei Konzerten da waren. Und die fragen dann auch einfach mal so nebenbei, wo wir eigentlich unsere Möbel produzieren, so nicht mit dem Hintergrund, so mit dem Hintergrund Polen oder China oder irgendwie so. Und deswegen werde ich an solchen Abenden nicht müde zu betonen, dass ihre Küchen und Möbel genau hier liebevoll gebaut werden, wo sie sitzen. Nur räumen wir für Sie unsere Halle normalerweise einmal im Jahr, in diesem Fall jetzt ausnahmsweise zweimal im Jahr aus, weil vor 3 Wochen der fränkische Sommer zu Gast war und da haben wir eben dann den fränkischen Sommer die gleichen Tage angehängt. Hier werden in Einzelanfertigungen viele Küchen, Wohn-, Schlafhotelzimmer und Büros eingerichtet, ausschließlich aus dem Holz der Region, beziehungsweise der Hersbrucker Alb, und aus anderen ähnlichen Materialien und wir richten komplett ein. Das heißt, wir haben die Fußböden, die Beleuchtung, die Polstermöbel, die Matratzen und natürlich die Küchengeräte auch im Programm. In der Ausstellung, in der wir nachher den Abend gerne ausklingen lassen können, und manchmal wird ja auch noch gekocht, sehen Sie im Moment aber nicht nur Küchen und Möbel, sondern auch die Kunst von Karin Plankhauter und Andreas Hauter, die man übrigens nicht nur bewundern, sondern auch kaufen kann. Zu dem Thema hatten wir ein wunderbares Werkstattgespräch mit Karin und Andreas, wo sie sehr detailliert erklärt haben, was sie, warum, wann tun. Aber heute können Sie sich selber fragen, Sie sind da, Andreas sitzt hier, die Karte habe ich auch schon gesehen, da hinten, Sie können sich selbst fragen, zu allem, was an Kunst bei uns zurzeit findbar ist. Im März 2001, beziehungsweise im April, also die Ankündigung war im März, die eigentliche Feier dann im April, wurde Hersbruck die erste Jitter Slow außerhalb Italiens als erste Jitter Slow außerhalb Italiens in die Vereinigung der lebenswerten Städte aufgenommen. Im Juni schaffte es Edmund Stoiber, in 10 Minuten vom Hersbrucker Bahnhof bis ans Stadthaus. Und im August war das erste Konzert des dritten internationalen Gitarrenfestivals das erste Mal in dieser Halle zu Gast. Auch Arnoldo Moreno hat zu diesem Zweck mit seiner Gitarre die Akustik der Halle vorher überprüft. Da gibt es sogar ein lustiges Foto, wo alles voll ist, ohne Bestuhlung. So wie das ein paar Jahre vorher auch der Anselm Stieber mit seiner Geigengitarre. Die vielen Seiten einer Gitarre, es sind nicht immer 6, werden wir auch heute Abend mit Ihnen feiern. Aber keine Angst, bei uns gibt es, wie bei anderen gefürchteten Jubiläen, keinen Onkel, der einen landartigen Dia-Vortrag vorbereitet, sondern Sie hören ganz einfach gute Musik und erfahren zwischendrin von den Protagonisten des Festivals die interessantesten Geschichten. Ganz viele dieser Geschichten hat Andrea Pitsch schon im Laufe des Jahres in der Hersbrucker Zeitung zusammengefasst. Sie hat sie für uns rausgesucht und wir haben sie für die Nicht-Hersbrucker in diesem Gang aufgenommen, einfach weil wir finden, dass in diesen Artikel zu viel Herzblut steckt und es schade ist, wenn es am nächsten Tag die neue Zeitung rauskommt und dann ist es besser. Schauen Sie sich an, es ist wirklich eine wunderbare Zusammenfassung der 20 Jahre Gitarrenfestival. Eine ebenso schöne Doppelseite mit den Zitaten der Künstler und auch ein paar normalsterblichen Menschen ist dort auch zu finden. Und auf der hat Robert Ilk, das fachkundige Publikum, die Sponsoren, die Künstler und auch die ehrenamtlichen Helfer als Familie bezeichnet. Ich finde diesen Vergleich ausgesprochen passend und diese Familie schafft es auch generell zum Musikmachen, zum Lernen von einem Instrument zu motivieren, was ich persönlich für extrem wichtig halte. Ich durfte selbst als Kind und Jugendlicher Gitarre lernen, war dann aber eher der Lagerfeuer-Folk
Gitarre spielen. Womit ich als 13-Jähriger schon meine heutige Frau Ute gewinnen konnte, die es mich immer noch aushält. Sie sehen also, es gibt viele Gründe, gute Musik zu machen. Lassen Sie das heute Abend uns alle zusammen feiern. Bleiben Sie auch gerne danach noch unsere Gäste. Wer seine E-Mail-Adresse oder seine Visitenkandidat ist, bekommt danach natürlich auch Fotos und Videos. Und bitte vergessen Sie nicht, nach dem Konzert Ihr Handy wieder einzuschalten.